Hi, ich bin die Veronika. Heute zeige ich euch, wie man ein Fahrrad für den Flug vorbereitet, damit das sicher und heile am Zielort ankommt. Für mich geht es in den nächsten Tagen nach Gran Canaria. Das wird mein zweiter Flug mit dem Fahrrad sein. Das erste Mal hatte ich eine Transportbox mit dabei und diesmal geht es in einem Karton. Und damit ich meine Hände jetzt nicht dreckig mache, habe ich zwei schöne Handschuhe eingepackt. Und jetzt zeige ich euch als erstes, was man alles abbauen sollte und was sonst noch so zu beachten ist. So, als erstes sollte der Gang in den nächsten Gang geschaltet werden, damit man das Hinterrad gut rausnehmen kann. Das mache ich dann jetzt einmal. So, jetzt kommt die Demontage des Hinterrades. So, damit wäre das Hinterrad raus. Als nächstes folgt die Demontage des Schaltwerkes, damit das beim Flug keine Macke bekommt. Der ganz schön ordentlich fest ist. So, somit wäre das Schaltwerk jetzt erstmal locker. Das packe ich jetzt gleich in die Tüte ein. Wie ihr sehen könnt, sind meine Hände schon schön schwarz, obwohl ich alles eben schön sauber gemacht habe, also ordentlich sauber gemacht habe. So, ich habe hier mal eine Tüte geholt. Ich hoffe, dass da jetzt alles reinpasst. Fixiere ich jetzt mit Pinken, Klebeband natürlich, was auch sonst, hier am Rahmen. Dafür muss ich die Handschuhe wieder ausziehen, sonst habe ich gleich keine Handschuhe mehr. So, ich werde das jetzt innen am Rahmen befestigen, damit das nicht von außen eine Macke bekommt. Muss nicht bombenfest sein. Hauptsache, es ist geschützt. Macht andere Sachen vielleicht nicht dreckig, die später mit in den Karton reinkommen. So, weil ich jetzt mal wieder keine Kraft in den Händen habe, oder auch in den Armen besser, habe ich Ihnen das jetzt mal machen lassen. In Island habe ich das selber sehr gut hinbekommen. Was auch noch wichtig ist, gerade bei einem Flug, da geht es ja mal deutlich nach oben, Luft aus dem Reifen rauslassen. Ihr müsst ihn nicht komplett rauslassen, nur eben so, dass die nicht während dem Steig- oder Sinkflug oder auch oben dann eben platzen können. Die Katzen lieben das Geräusch. Ich auch. Wichtig. Es muss nicht komplett leer sein. Es reicht, wenn ihr den Finger relativ gut eindrücken könnt. Das reicht vollkommen aus. Habe es bisher zumindest. Hoffe ich, dass ich nicht mit platten Reifen dort ankomme. Im Zweifel habe ich natürlich auch Schläuche dabei. So, als nächstes kommt auf jeden Fall der Lenker ab. Der muss quergestellt werden, damit das in den Karton reinpasst. Und auch, dass das keine Überbreite hat.
lege ich jetzt erstmal vorsichtig auf Seite. Dann nehme ich den Vorbau ab. So, jetzt würde mir das Rad schon entgegenkommen. Das heißt, ich halte das jetzt mal hier noch fest. Und der Lenker würde jetzt gleich etwa hier so festgemacht werden. Das zeige ich euch gleich jetzt im Endstadium. So, damit natürlich nichts verloren geht, mache ich hier alles wieder fest. Den Reifen habe ich unten jetzt gerade mit Paracord festgemacht. Den brauche ich wahrscheinlich eh über die Reise. Also ist das ein nettes Gimmick, das einfach mitzunehmen, jetzt hier so festzumachen. Da werden die Bremsen nicht aus Versehen betätigt und es ist keine Verbindung von Metall auf zu Metall. Heißt, ich zerkratze mit dem Rahmen auch nicht. Wichtig ist halt, dass die Kabel hier auch jetzt nicht irgendwie verknicken. Sonst habt ihr nämlich das nächste Problem, wenn ihr angekommen seid. Es funktioniert nichts mehr. Dementsprechend habt ihr so eine unschöne Lösung hier. Aber das hält. Da passiert auch nichts. Falls ihr kein Distanzstück für den Bremssattel habt, könnt ihr euch im Zweifel auch mit einem Stück Pappe helfen. Das mache ich jetzt, weil ich mal wieder vergessen habe, irgendwas mir zu beschaffen, dass ich das irgendwie sicher ranbekomme. So, ich klebe das hier einfach fest. Einmal, unten auch noch zweimal, so damit es nicht flöten geht. So, damit wäre der Bremssattel gesichert. Safety first werde ich hier jetzt noch die Steckachse wieder einführen. Dass mir der Rahmen nicht verbiegt. So, ich habe jetzt nochmal umdisponiert, weil, wie man sehen kann, passt das hier vorne leider nicht ganz so gut. Ich muss das Vorderrad jetzt doch rausnehmen, aber das Hinterrad kann drin bleiben. Die Katze möchte auch mit, macht den Sattel runter und dann passt das. So sieht das jetzt erstmal final aus. Heißt, Hinterrad bleibt drin. Das mit dem Sattel passt super, es geht noch locker zu. Hier vorne sieht es auch sehr gut aus. Hier muss jetzt noch das Laufrad rein, Polsterung rein, das zeige ich euch jetzt auch noch. Und dann kommt das Zubehör noch mit da rein. So, ich nehme Rohrisolierung, braucht man nicht unnötig viel Verpackungsmaterial und das ist super fluffig. So, ich habe mir überlegt, dass ich das hier so festmache, damit wäre der Bremssattel abgedeckt, aber eben auch die Gabel vor Erschütterungen und vor Schlägen, so etwa. Muss nur mal gucken, wie gut die jetzt halten hier. So, das sieht schon mal gut aus. So, hier wird es jetzt nicht funktionieren. Dann nehme ich jetzt einfach Panzertape als Alternative. Und wir hoffen, dass das hält. Einmal rum. Muss reichen. Sieht ganz gut aus. So, ich habe mein Fahrrad jetzt fertig gepackt. Ihr könnt ja mal gerade hier reinschauen.
Ich habe jetzt noch kein Zubehör mit dabei. Heißt weder Packtaschen noch sonst irgendwas. Das ist jetzt nur das reine Fahrrad. Wenn ihr das Fahrrad nur als Fahrrad verschicken wollt oder mitnehmen wollt, dann empfehle ich euch noch Folie oder halt Luftpolsterfolie, damit das Fahrrad absolut sicher ankommt. Ich werde noch sowas wie Schlafsack, Zelt und Co. mit rein tun, was dann eben auch als Polsterung dient und damit ich eben auch noch keine weitere Tasche mitnehmen muss, sondern dass alles bei einem bleibt und dann eben auch alles einmal verloren geht. Wenn es verloren geht, heißt ich ohne alles dastehe. Genau, aber das war der Plan. Ob es gut geht, seht ihr dann im nächsten Video, wenn mein Gran Canaria-Video fertig ist. Das ist natürlich jetzt keine professionelle Packanleitung, wie man ein Fahrrad am besten verpackt. Das ist meine eigene Empfehlung, so wie ich das vorschlage, so wie es für mich am besten ist, in der Hoffnung, dass es gut ankommt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen, ein Abonnement noch da lassen und gerne auch ein, zwei Kommentare hinterlassen. Danke, bis bald!